wieder der Einzige, der wieder redet. Guten Abend zur Ausstellung Halbfinale Berliner Festpokal Erzern. Sind zwar nur vier Lose, aber ich glaube, einer der spannendsten Momente in der Saison. So wissen wir im Halbfinale und auf dem Weg ins Finale und dann weiter zum DFB-Pokal. Vitamin, nochmal für die nicht wissen, 25. März. Der Mittwoch, weil wir je nach Land das mal vielleicht nach vorleiten können später. Ganz normal wird gespielt, wie gesagt, an diesem Termin. Wir haben erstmal in langer Zeit aus vier Klassen im Halbfinale, was sehr selten ist, von Regionalliga runter bis zur Landesliga. Sodass also der Pokal tatsächlich seine eigenen Gesetze hat und Spannung fast bis fürs Halbfinale. Wir wollen nicht das zu lange machen. Ich hatte erst überlegt, wir machen noch eine kleine Werbepause von 10 Minuten oder nicht, aber ich glaube, dann werden einige sehr nah mit weiter. Ich darf zumindest die Glücksfee vorstellen, die das Wichtigste heute ist. Die werden dann bitte dort hinten pflichten. Nadine Fröhle, die Referentin des Frauenbereichs, wird die Lose ziehen. Und Fröhlich seine Anführungszeichen für die Halbfinale. Nadine, du darfst das erste Lose ziehen. Wir fangen mal an. Peter, du hast schon mal nicht Glück. Der FC Charlottenburg zu Hause. Und der FC Charlottenburg trifft zu Hause auf den BFC Dynamo. So, damit wissen wir ja eigentlich schon, wer hat. Das ist bei der Einzelne, ist aber spannend, wenn es zu Hause da ist. So, das zweite Heimspiel hat der SV Lichtenberg 47. Und, wenn wir uns nicht ganz vertan haben, doch, das stimmt. Der SV Tasmania Berlin. Wie gesagt, für unseren dritten, wir können auch gleich dann mal die Spieler absprechen, dass es auch funktioniert. Für die Mannschaft, die das Finale erreichen, schon mal im Hinterkopf behalten. Einen Tag später, am 26. März, gibt es die erste Organisationsbesprechung für das Endspiel. Soll ich schon mal in die Runde werfen, dass man sich dann schon mal terminlich darauf einstellt. Ich wünsche allen vier Mannschaften viel, viel Glück. Zum Finale erreichen wir am 20. Mai. Und danke für die Aufmerksamkeit für heute.